UN-Botschafter Chinas betonte, dass China auf Freundschaft basierende Besuche in Ostturkistan willkommen heiße. Aber Untersuchungen werde man nicht dulden. Der Sprecher des Hochkommissars für Menschenrechte gab nämlich am 1. Oktober zu verstehen, dass man keine Genehmigung für Ostturkistan bekomme. Aufgrund geringer Kohlebestände herrscht in China zurzeit eine Energiekrise. Es wird erwartet, dass die Stromnachfrage mit Beginn der Heizperiode im Winter noch weiter steigen wird. Die Energiesituation in dem Land wurde außerdem durch Überschwemmungen verschärft, die zu einem dramatischen Anstieg der Kohlepreise geführt haben. Die USA haben nach den Worten des früheren Softwarechefs des Verteidigungsministeriums den Kampf um die Vormachtstellung bei künstlicher Intelligenz bereits gegen China verloren. Der Präsident Kasachstans Tokayev sagte in der Hauptstadt auf einer internationalen Konferenz, dass die globale Erderwärmung auch in Zentralasien voranschreitet und besorgniserregend sei. Darum müsse man schnellstens dagegen agieren. Der aus Wuhan stammende Virus hat bis jetzt über 200 Millionen Menschen infiziert. Der Berater Chinas für Volksgesundheit Yong behauptet, dass man durch Impfungen und strenge Maßnahmen die Fallzahlen unter 100.000 halten konnte. Russlands Präsident Putin hat die Bereitschaft seines Landes zu höheren Gasexporten betont. Wenn Sie uns fragen, ob wir unsere Lieferung erhöhen, sind wir bereit, das zu tun, sagte Putin am Mittwoch bei einer Energiemesse in Moskau. Russland sei bereit, seine Exporte so weit anzuheben, wie es seine Partner wünschen, fuhr er fort. Der Sprecher des Taiwan-Amtes des Staatsrats Mark Xiaoguang sagte am Mittwoch vor Journalisten in Peking, die Übungen seien notwendig, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. Eine Unabhängigkeit Taiwans wird den Landsleuten in Taiwan nur Unglück bringen.